Coop. Der gute McOni. So. Ja, dann hat das ja schon mal gut funktioniert. Auslosverfahren. Wenn es alles, was man leicht beweisen kann, nicht ist, dann muss es das eine sein, was schwer zu beweisen ist. Ja, wir ja, können den Fingerabdruck relativ gut machen mit den Fotos. Ei, ja. Ei, ei, mit jeder Runde 2 Level, was geht eigentlich? Das ist ja krass. Sobald du in ein höheres Level kommst, nicht mehr. Das ist irrelevant, soweit ich weiß. Ja. Haben sie, glaube ich, immer noch nicht gefixt. Naja, es hat halt keine ansteigende Kurve, sondern gleichbleibend. Wenn du ein Level kriegst, ich meine, das Level bringt dir ja nichts. Insofern ist das eigentlich völlig egal. Ich mehr Money. Ich fände es gut, wenn mit höherem Level der Geist sich eher auf die hochgelevelten stürzen würde. Wäre lustig, aber das Gefühl habe ich sowieso oft. Also umso höher das Level. Der stürzt sich doch normalerweise immer auf mich und umarmt mich. Ja, weiß. Okay, meistens nicht. Ich gehe ins Haus rein, Quatsch. So, cheaten. Seid ihr alle bereit? Nee, einer fehlt noch. Jamie, bitte bereit drücken. Okay. Wir wollen abfahren. Mein Ball. Bitte anschnallen und die Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt. Was lädt das Spiel denn heute so lang? Bin das gar nicht mehr gewohnt. Lisa, hast du das Spiel eigentlich schon mal auf VR gespielt? Bist doch auch Besitzer einer VR-Brille, soweit ich. So, jetzt stehen wir hier. Und singen, kommen sie von nah und fern. Da la 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 da 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 da. Komm auch du, greif zu. Singst. So gruselig, dass zwischenzeitlich einfach mein zweiter Bildschirm ausgeht. Ich habe es schon mal in VR gespielt. Oh, Hirodoc, du hast es schon mal in VR gespielt. Das ist nice. Ja, Kiro, wie ist echt unverschämt. Kiro, wie ist es denn in VR? Ich möchte das ja vielleicht nächsten Donnerstag ausprobieren. Warum ist es unverschämt? Ganz einfach, ich glaube, soweit ich weiß, also falls es nicht gefixt wurde, ist, kannst du einfach 2 Stative tragen. Eins in jeder Hand. Unverschämtheit. Geil. Das war eine Unverschämtheit. Du kannst dich, soweit ich auch weiß, irgendwie auf Häuser buggen. Auf Häuser. Ja, gut, das wird Futz nicht machen und selbst wenn, dann kommt er da halt nicht mehr runter. Ja. Nein, ich nicht habe nach dem Prozessorwechsel VR noch nicht wieder eingerichtet. Was schön ist, dass man 4 Slots hat. Oh, man hat auf VR 4 Slots anstatt nur 3. Ja, wie nice. 2 Hände, ja. Weil du 2 Hände hast. Beimal 2 Hände. Zweimal 2 Hände. Deswegen kannst du auch 2 Stative tragen, weil wir irgendwie nur eine Hand haben. Ja. Ja, wir haben 3x eine Hand und VR hat 2x2. Was ist denn der Unverschämtheit? Ja, ich hätte lieber 3x2 Hände, da hätte ich 6 Slots. Würde ich alles mitnehmen. Ja, ja. Aber dann wärst du ein Tintenfisch. Ja. Ist ganz cool, wenn man die Schritte in einem dunklen Raum hört. Ne, warte mal, wenn man im dunklen Raum steht und die Schritte des Geistes hört. Ja, das glaube ich dir. Aber ich habe gehört, dadurch, dass die Grafik von Phasmon nicht so top auf VR ist, wird man sehr schnell Motion Sickness bekommen. Kumpel von mir hat gesagt, er ist schon seekrank geworden. Allein ich habe gehört, Hutz will heute mal Strom anmachen. Ich will Strom anmachen. Okay. Dann ist oben die Kamera kurz checken. Fucking High School. Oh doch. Du musst oben links. Okay, wir machen es komplizierter. Ich mach kein Licht an und ihr müsst mich lotsen. Alles klar. Also oben links habt ihr gesagt. Hat einer die Schlüssel? Ja. Ich hatte damit keine Probleme. Ja, also ich muss gestehen, ich habe jetzt bei Beat Saber auch keine Probleme gehabt. Aber bei anderen Spielen hatte ich schon echt Probleme. Ja, du musst mich lotsen. Also ich lass das Licht aus. Ich werde das Licht nicht einschalten. Du siehst jetzt nur über meine Kopfkamera. Ja, dann geh bitte
Ja, mach doch. So, es ist komplett dunkel, ich sehe gar nichts. Okay, ich hab dich auf dem Schirm, du nimmst die Treppe. Okay, du nimmst. Ja, du musst mir sagen, wann ich rechts muss. Ich sehe nichts. Muss mich lotsen, ich sehe gar nichts. Ja, ich sehe auch nichts. Ich sehe ja nichts. Ich habe gesagt, ich arbeite ohne Licht. Ja, hier oben. Ich glaube, er meint. Du hast nicht eine Wand. Andere Richtung. Du musst da rein. Immer noch falsch. Andere Richtung. Immer noch nicht. Ja, genau, da rein. Geh da rein. Nein, tu's nicht. Das ist. Geh da rein. Da lang? Okay, nein. Du bist auf dem richtigen Weg. Halt dich an der. Ja, genau. Jetzt dann rechts ist eine Tür. Da bist du jetzt bei der Treppe. Hoch. Es klingelt. Nein. Was? Wo? In welche Richtung? Geh. Da, wo ich war. Ich sehe nichts. Wo da? Rechts ab. Ich weiß nicht wo. Wo bin ich? Bin ich schon oben? In das Zimmer vor dir. Nochmal rechts. Nee, du musst noch ein Stück weiter. Du bist noch an der Treppe. Du musst nach unten. Nee, falsch. Du läufst wieder zurück. Du gehst die Treppe gerade runter. Hoch. Zurück, hoch mit dir. Nee, runter. Rechts. Links. Hör nicht auf, Jamie. So, jetzt rechts ab. Er will dich verarschen. Geh in den Raum. Geradeaus, 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 geradeaus. Kannst du dich zu deiner Rechten bitte an der Wand halten? Ich hoffe, du hast dir gemerkt, wo es geklingelt hat. Noch ein Stück, die zweite Tür, an die du kommst. Das ist die erste und noch eine Tür weiter, da kannst du rein. Jetzt. Und direkt hinter der Tür sollte der Schalter sein. Unten. Gut. Asken? Ja. Aktivität. Ich komm jetzt aber wieder mit Licht raus. Das war mal eine lustige Erfahrung. Wo hast du das Klingeln gehört? In welcher Richtung? Genau da, wo ich war, als ich der Punkt war. Also wenn der Wolf geguckt hat, wo ich war, punktmäßig, dann da, als ich gesagt habe, es klingelt. Warte. Einfach, wenn du die linke Treppe hochgehst, der Raum direkt gegenüber. Nee, das muss im Untergeschoss gewesen sein. Ich war noch nicht an der Treppe, als es geklingelt hat. Ah, ich dachte, du wärst dann aufs Klingeln zugelaufen. Okay, dann war es links davon. Das war echt nice, im Dunkeln da reinlaufen. Warum glaube ich dir nicht? Warum nicht? Ich glaube, das einzige Mal, dass ich in VR etwas schwindlig wurde, war 360 Grad Achterbahn-Videos in YouTube VR schauen. Ja, das habe ich auch gemacht, das war echt böse. Oh, das war echt böse. Das war glaube ich, mit eines der ersten Sachen, die ich mit der VR-Brille gemacht habe. Aber da wurde mir. Kann mal einer mit dem EMF kommen, bitte? Unterwegs. Keins mehr da. So, ganz cool. Ich hatte damit keine Probleme. Ich hatte mal meinen Kopf in. Hatte mal meinen Kopf in Nicht-VR gelockt. Und ich konnte nicht mehr. Ich konnte mich nicht mehr bücken. Okay. Das ist natürlich auch doof, wenn man sich nicht mehr bücken kann. Ich baue jetzt erstmal wieder Kameras. Eine. Zwei. Oh, dann, Thermometer ist alles weg. Hey Leute, wo sind denn die ganzen Sachen? Brauche auch noch irgendwas. An der Tür links. Ein Haupteingang, jetzt so angebracht. Und hatte so keine Taschenlampe in Asylum. Ja. Hast du gerade eben gesehen, funktioniert, wenn du genügend gute Leute hast, die einen lotsen, funktioniert das auch ohne Taschenlampe. Bisschen länger, aber es funktioniert. Aber ich hätte mit Kerze rein, also nächstes Mal gehe ich mit Kerze rein.
Ich glaube, das fände ich lustig. Leute, der Nächste, der den Strom einschaltet, läuft nur mit Kerze rein. Hier ist gar nichts. Wo sind die ganzen Sachen? Leute, ich bin... An der Haupttür. Hast du nicht gesagt, an der Tür links? Ja, aber Iro hat doch korrigiert. Einmal mit Profis. Der hat schließlich umgeräumt. Ja. Das EMF5. EMF5. Hoch. So. Box. Wo bist du? Wo bist du? Wir haben den Raum gefunden. Ja, aber wo bist du denn? Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Wir waren hinten links, da wo du das Klingeln gehört hast. Dankeschön. Dann komme ich jetzt zu euch. Leute, aber es hat hier geklingelt. Ich komme rüber. Ich führe dich zum Raum. Ist noch jemand von euch drin? Ich komme hin, habe ich doch gerade gesagt. So. Bin gleich da. Ist der da? Müsste. Wenn Zeug drin liegt, dann ja. Bist du hier? Nee, das ist er nicht. Komm mit, wir sind eins zu weit, er hat die Tür zugemacht. Aber hier hat's geklingelt gehabt. Nee, hier drin. Okay. Ich habe auch gedacht, da hätte es geklingelt, aber das ist hier der Raum. Bist du hier? Wie alt bist du? Ich geh nochmal raus. Bist du hier? Wie alt bist du? Okay, das will er nicht. Schreib ins Buch! Also, du hast auch ein Buch. Ich hab auch eins geklickt. Ja, ich hab halt das mitgenommen, was noch da war. So, ich mach mal zu. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Hallo. Hallo. Ich hab Salz. Das ist sehr gut. Ich liebe es. Habe ich eigentlich eine Kopfkamera mitgenommen gehabt? Ja, habe ich. Was nehme ich denn noch mit? Nehme noch einen Bewegungssensor mit. Weil Schee macht. Wenn du rausgehst, mach die Tür bitte zu, damit wir nach oben schauen können. Wird gemacht. Also brauchen wir keine Kamera mehr, also? Zwei Kameras stehen drin. Ja, dann lass ich meine fallen. Dann gehen wir Orbs gucken. Stell sie in den Flur. Geh mehr Orbs gucken. Gut, aber ich bin einfach durch den Raum gegangen, hast ja den gleichen Winkel. Ja, auf der anderen Seite stand eine Pflanze.
du hast auf den Boden, du hast auf den Boden gelegt. Wieso ist der nicht an? Ja, weil ja, ich hatte einen da, nur dabei. Dann ist die andere. Wenn nicht, der hat die Kamera ausgemacht. Kann gut sein. Hat die Kamera ausgemacht auf der anderen Seite. Also gehen wir wieder rein. Immer wieder neu. Was ist das denn für eine Kamera? Jamie! Oh, es hat vorhin neben mir geklingelt, ich will nicht mehr reingehen. Wo hast denn du die, wo hast denn du die andere Kamera jetzt hingestellt? Steht im Eingang. Eingang? Du willst nicht mehr reingehen, warum nicht? Komm gefälligst mit rein. Ich hab das Telefon an ihn verschreckt. Oh, wir haben Jamie auch noch nicht erzählt, was deine Zuschauer sich wünschen. Ich gehe jetzt ins Bett, aber ich schaue noch zum Eingruseln weiter. Und? Ja. Du bist zu weit gelaufen. Und? Ups. Ich hab gerade gelesen. Es tut mir leid. Wo ist denn jetzt der Eingang? Hä? Wo ist das Telefon? Ah, da ist der Eingang. Ich glaube immer noch, dass. Jetzt klingelt doch auf der anderen Seite. Würde ich immer noch sagen. Im anderen Raum. Also, EMF 5 war hier gewesen. Ich habe auf der anderen Seite Temperatur gemessen. Auf der anderen Seite war nichts. Wenn ihr das sagt. Wenn ihr das sagt. Schreib ins Buch. Hopp jetzt. Ich meine, ich kann gerne auch nochmal auf der anderen Seite mit meinem Licht durchgehen. Nochmal. Wie sieht's auch aus? Wieso ist die aus? Himmel. Jamie, guck mal ein bisschen nach Orbs. Auf der Kamera, auf dem Monitor. Wo ist denn was hinten? Bewegungssensoren? Ja, wir haben Bewegungssensoren da auch noch reingebracht. Was eine jetzt ausschlägt, ich bin nicht im Raum. Und Hutz, der andere Raum ist sauber. Na gut. Der auch immer noch oben, ihr Deppen. Sehe keine Orbs. Aber die Bewegungssensoren schlagen dann. Die Bewegungssensoren schlagen nicht aus. Der Raum hat zu viel Temperatur. Okay, interessant. Pass auf, der ist direkt oben drüber, im ein Stockwerk genau oben drüber. Gott, habt ihr das mit seiner Wirbelsäule gesehen? Das war gerade gruselig, wie der nach oben geguckt hat. Ich? Ja, das klingt sehr nach einem Stockwerk oben drüber. Okay, ich fange an, aus den anderen Raum auszuräumen. Müssen wir alle machen, sonst wäre es zu langsam. Kommt mit. Jamie, du auch. Hopp jetzt. Was ist das Grüne? Komm mit. Brauche euch alle hier oben. Avengers, wir kommen. Wieso ihr? Ich versuche Jamie gerade mitzubringen. Bei der Macht von Grayskull. Ich komm schon nicht. Ich sagte, Avengers, versammelt euch. Komm jetzt. Weiß nur noch nicht, welcher ich möchte sein möchte. Oh, okay. Ah, wie schade, dass das jetzt passiert ist, bevor ich reingehen konnte. Viel lustiger fand ich es, dass ich gerade reingehen wollte und da hat mir die Tür wieder vor der Nase zugeschlagen. Sei mal leise. Der ist hier. Aber warum? Kann der so schnell hier sein? Vielleicht ist er auch ich einfach. Ich sollte ihn die Kameras angucken. Sicher, dass er oben ist? Kameras, komm, wir gucken die Kameras an. Ja, bis wir dort sind, ist es aus wahrscheinlich. Was? Iro? Sicher, dass der
Hero. Er ist hier oben rumgelaufen auf jeden Fall. Er war oben? Lustigerweise hat hier an der Haupteingangstür das EMF ausgeschlagen mit EMF 2. Das EMF kann überall ausschlagen, wenn er handelt. Ah. In dem, wo ich gesagt habe, eins neben dran. Genau der neben der Tür. Und das geht wieder rund. Dip, 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 dip. Will doch auch da rein. Könnt wieder. Wen hat es zerrissen? Wenn dann Iro. Iro? Iro ist tot. Ich habe sie in der Kamera zu Dummfallen sehen. Sie sind im Raum, von dem wir dachten, dass es nicht ist. Leute, der Geist ist gerade im ersten Raum. Wenn du reingehst, gleich links. Sag ich doch. Achso, nee. Da ist er gerade drin gewesen. Da war er gerade drin. Iro ist in dem Raum mit der Kamera gestorben. Nein. Ich lebe noch. Ich kann schnell genug wegrennen. Kurz, der war fucking 2 Meter hinter dir, wenn du den Flur entlang gelaufen bist. Ich weiß, weil ich habe ihn stöhnen hören. Das war auch der Grund, warum ich keine Treppe genommen habe, weil ich dann gedacht habe, dann bin ich tot. Lass mich raus. Ich hab aus der Kamera die Verfolgungsjagd beide unglaublich langsam den Flur entlang gesehen. Ja, das war Rentnerrennen. Mach jeder so einen Rollator dabei gehabt hat. Das ist so wie bei Scary Movie 2 mit dem Rollstuhlrennen. Er war hinter mir und ich hatte keine Kamera, goddammit. Oh Mann, das hätte ich ja gerne. Dann müssen wir jetzt Erdgeschoss. Das hätte ich ja gerne gesehen. Ja, es war sehr skurril. Wie ist es jetzt? Was machen wir jetzt? Einen. Wie wäre es damit? Was wissen wir schon eigentlich? Wir wissen noch gar nichts, aber deine Sanity ist noch gut. Also musst du mit mir noch mal rein, weil ich werfe jetzt ein. EMF5 haben wir doch. Oder? Stimmt, EMF5 haben wir. Oh je, ich bin ja echt am Boden. Ja, ich habe jetzt gerade mich wieder fit gemacht. Jamie, du wirst das, mit was mir ich hier haben. Ist das ein Bewegungssensor? Ja. Gut, dann übernehme ich. Keine Fingerabdrücke. Ich übernehme die Kamera. Ich übernehme die Aufnahme. Jamie, soll ich sie übernehmen? Du musst mit mir kommen. Lass den Bewegungssensor hier. Wir müssen das Zeug aus dem einen Raum rauskriegen. Ja, komm. Obwohl, nimm den Bewegungssensor mit. Dann können wir den Bewegungssensoren im Raum lassen. In welchem Raum? Aus welchem Raum muss es raus? Wir müssen das aus dem zweiten Raum links in den ersten Raum links bringen. Alles was drin liegt. Nein. Oh no.
Ja, Bisa, hast du gesehen? Hier, Gas, 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 hier. Ja, dann soll er was einwerfen. Wir haben eh einen Abschluss. Wir brauchen den Pilz noch. Für den Notfall. Solange du noch Sanity hast, muss ich den Pilz rein. Wenn ich sterbe, werde ich dir das nicht vergeben. Welcher Raum ist der böse Raum? Ja. Ihr könnt wieder. Ihr könnt beide wieder. Da finde ich ihn nicht. Ihr könnt wieder. Okay. Wolf, komm mal mit Jamie raus. Jamie sollte mal Pillen nehmen. Er hat nur noch 26. Ja, dann entspann dich mal, Pillen nehmen und wieder rein. Was steht denn noch zur Auswahl? Also ich kann euch schon mal sagen, unsere kleinen Aufgaben haben wir alle erfüllt. Zur Auswahl steht... Was steht noch zur Auswahl? Jin. Oni. Jin und Oni. Nur Jin und Oni, echt? Ja. Ah, du bist auch da. Ja, ich bin auch kurz rausgekommen. Okay, was brauchen wir für einen Jin, was brauchen wir für einen Oni? Für einen Oni brauchen wir... Keine Ahnung. Geisterbuch. EMF Level 5. Oni ist EMF Level 5, Geisterbuch und Geisterbox. Und das andere wäre Orb. Okay. Habt ihr die Kamera schon aufgestellt? Ich habe eine in den Eingang geworfen. Okay. Das sollte passen. Das ist die falsche. Weiter? Ne, das ist Iros Raum. Dann ist der da, wahrscheinlich.
Das könnte gehen. Sichtbar. Ja, aber auf dem Buch sehe ich nichts, das was draufgeschrieben wäre. Und ich sehe aber auch keinen Orb. Ich sehe aber auch keinen Orb fliegen, ja. Schaltet mal weiter, ob es wirklich das Richtige ist. Vielleicht kommt noch eine. Das ist das Richtige. Da liegt ja das Buch, was ich da hingelegt habe. Also müsst ihr... Hast du in den Raum gelegt? Okay. Müsst ihr bitte noch mehr Kameras aufstellen? Also aus dem anderen Raum klauen und... Muss mich erstmal am Ohr kratzen. Ja, mach das mal. How about no? How about yes? Nimm doch selbst Pillen und geh rein. Ich bin heute im Fernsehstrike. Ich muss hier, ich streike und gucke Fernsehen. Guck euch zu. Komm, du hast Zuschauer. Für diese ist eh spannender. Lauf. Na gut. Wollen die sterben sehen? Ja, die wollen. Warte kurz. 50%. Bleib hier, lass ihn vorrennen. So, ich will. Ist noch eine Kamera hier? Ja, hier ist noch eine Kamera. Warte, ich nehme noch eine. Ich nehme einfach die Kamera von hier. Leg die jetzt auf das Cell und dann ist gut. Ja, ich habe auch eine neue mitgenommen. Weil wenn wir jetzt erst in den Raum müssen, das holen, dann ist Essen. Ja. Musst mir aber sagen, welcher Raum. Ich weiß nämlich nicht, welcher Raum. Für dich die Info. Das ist direkt der erste links neben der Tür, wenn wir uns verstecken. Ja. Gegenüber von der Treppe. Okay. Warte, da bin ich drin. Okay, wenn ihr da die ganze Zeit drin wart und es gut war. Ich habe die Tür zugehalten. Der macht Türen auf. Okay. Jetzt hin? Aus dem anderen Raum. Ich glaube, es ist ein Orb. Ja, dann können wir rausgehen. Ja, ich wollte nur das Buch holen. Nee, doch nicht. Oh. Ich gehe jetzt erstmal gucken. Lass uns erstmal gucken. Sicher. Ja. Weil bevor wir da jetzt unsere Sanity verbödeln und das ist doch ein Orb. Muss ja Buch oder Orb sein. Eins davon. Richtig. Das ist absolut richtig. Aber bist du dir sicher mit dem Raum jetzt? Ja, der Raum ist richtig. Okay. Er hat ja auch da auf meine Box reagiert. So, zeig mal. Zeig mal Bum Bum San. Ich gehe mal eins weiter. Das bin ich. Ja, da ist noch was. Aber es waren doch drei Kameras jetzt da drin. Hast du deine angemacht? Ja, das ist meine. Das ist die am Wedge Floor. Wo ist meine hin? Ja, wo ist deine? Hast du wieder nicht eingeschaltet? Ja, schaltet halt mal durch. Die war an. Oder ich hab extra drauf geachtet, dass vielleicht, die an war. Vielleicht ist 24 aufs Maximum. Vielleicht müssen wir erst eine andere abschalten. Zweifelig. Ich habe meine ja vor dir angemacht, dann wäre deine gar nicht erst angegangen. Natürlich. Der hat die ausgemacht. Sind wir? Das ist der alte Raum. Das ist Iro. Der alte Raum. Nee. Doch, ich glaube, das ist der alte Raum. Ja, da liegt Iro. Das ist der alte Raum. Das ist der neue Raum. Es steht was im Buch, es steht was im Buch, es steht was im Buch. Ja, Jamie hat vollkommen recht, es steht was im Buch. Iro, es steht was im Buch. Stimmt. Ihr seid so gut. Das bedeutet, wir haben nicht, ne? Einen Oni. Oni. Mahoni. Schon wieder. Ein Mahoni. Trag ein, wir geben Vollgas. Ist mir egal, ob wir ein Foto haben. Der gute Mahoni. Und der Knochen? Es wird dir nicht gefallen, dass wir den Knochen nicht haben. Nein, in der Highschool kannst du Knochen und so vergessen. Ich wollte gerade suchen, es gibt so viele Räume für den Knochen. 3, 2, 1.
Obwohl, das wäre eigentlich auch lustig, wenn man das Spiel so mit 10 Leuten spielt. Oni!